Wie kann die Wirtschaft, wie kann die Industrie den Wandel fortschrittlich und innovativ gestalten? Das bespreche ich jetzt mit Kevin Kühnert. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Was beschreibt für dich den Zukunftsort Deutschland? Zukunftsort Deutschland ist nachhaltig, weil er aus technologischem Fortschritt, ich glaube, das ist das, worauf wir setzen müssen. Wir haben keine Naturschätze oder so, auf die wir zugreifen können, weil er aus technologischem Fortschritt sozialen Ausgleich und auch Aufstiegsmöglichkeiten macht. Das ist das, was Deutschland erfolgreich gemacht hat. Und ich glaube, dieses Versprechen gilt es in Zukunft zu erneuern. Welche Hebel müssen jetzt die Wirtschaft und die Politik gemeinsam ziehen, um einerseits die digitale Transformation voranzutreiben und gleichzeitig soziale Aufstiegschancen für junge Leute zu schaffen? Ich glaube, das Stichwort gemeinsam ist tatsächlich das Entscheidende. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich beim BDI zu Gast bin, sondern weil wir doch bei allen wesentlichen Strukturentscheidungen der letzten Jahre gesehen haben, dass es nur mit einer gemeinsamen Verständigung geht. Wir haben als SPD vor einem Jahr richtig Prügel kassiert, als es um die Frage ging, brauchen wir im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets wieder eine Verkaufsprämie für Autos mit Verbrennermotoren. Und wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht, weil es bringt niemandem was, den Hof leer zu verkaufen, aber strukturell wieder nichts geändert zu haben. Lass uns das Geld lieber nehmen, um in Forschung und Entwicklung reinzugehen. Denn da haben wir was aufzuholen in Deutschland. Und darum wird es, glaube ich, gehen in den nächsten Jahren, gemeinsam Politik, Wirtschaft, Gesellschaft festzulegen, wo sind unsere Zukunftsfelder. Wenn wir über Automobilindustrie sprechen, klar, es geht um Halbleiter, es geht um Speicherkapazitäten, es geht um Batteriezellenproduktion. Aber wo steigen wir ein? Ins Design oder tatsächlich in die Produktion? Können wir den Rückstand auf Südostasien noch aufholen? Das gilt es gemeinsam zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und dann auch eine kluge Fördermittel- und Ansiedlungspolitik zu machen. Und Stichwort junge Menschen, dafür zu sorgen, dass wir die Fachkräfte der Zukunft dann in diesen Bereichen tatsächlich auch ausbilden, sei es am Anfang ihres Berufslebens oder im Rahmen einer Transformationsgesellschaft auch mittendrin, mit Mitte 30, Mitte 40, wo ein Berufsleben nicht vorbei sein soll, wenn der bisherige Job künftig von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen oder ähnlichem erledigt wird.